Ich freue mich, dass wir uns vorstellen dürfen. Neben mir steht die Architektin Annette von Bismarck-Osten. Mein Name ist Bastian Petro. Leider nicht dabei ist die Architektin Frau Hille. Wir haben Büros an verschiedenen Standorten und kooperieren für gemeinsame Projekte. Wir freuen uns, dass das Projekt Umbau eines ehemaligen Rinderstalls für den Tag der Architektur ausgewählt wurde. Das Gebäude aus dem Jahr 1839 gehört zur Ferienanlage Hof Rose in der Lüneburger Heide und erfüllt heute den Standard eines Energieeffizienzhausdenkmals. Für uns alle ist der Bestandserhalt ein Kernthema des nachhaltigen Bauens. Ich stricke Häuser gerne weiter. Dazu bemühe ich mich, ihren Charakter und die Einbindung zu erkennen und dann mit der weiteren Planung daran anzuknüpfen. Das kann manchmal unauffälliges Sanieren sein, aber auch zeitgemäße Anfügungen. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit als Architekt ist die zuverlässige Umsetzung und Durchführung der Projekte unter Berücksichtigung von Kosten, Terminen und Verwendung von nachhaltigen Materialien. Wir stehen am Tag der Architektur am 25. Juni gerne für Erläuterungen zur Verfügung. Wir hoffen, dass dieses Projekt Anregung ist, bestehende Gebäude weiter zu verwenden.